Ja, jetzt können wir anfangen. So, wir hatten letztes Mal... Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was wir letztes Mal hatten. Wir haben, glaube ich, irgendeinen Krieg geführt gegen irgendjemanden, wie fast immer. Das kann man meistens rausfinden, indem man sich seine Waffenstillstände anschaut, ob irgendeiner davon irgendwie vergleichsweise frisch ist. Ah ja, stimmt, das war dieser unheimlich dumme Krieg, den ich mit den Belutschistanern angefangen habe, weil ich mich da vertan habe. Hormus mag mich. Das ist interessant, weil die haben relativ viel aggressive Expansion. Die sind immer so ein potenzielles Koalitionsziel. Die könnte man sich verbünden. Die kann man eventuell hier hinten mal missbrauchen. Ich bräuchte jemanden, der mit mir Multan erobert. Wobei, da sind sie nicht dabei. Aber mit Sistern könnten sie mir eventuell helfen. Und sie können halt keiner Koalition, oder sie werden keiner Koalition beitreten, wenn sie mit verbündet sind. Das ist durchaus nicht unser. Ich meine, sie sind nicht schwach, also ihre Rivalen sind mir auch vollkommen egal. Das machen wir jetzt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ich wollte den Mamelucken, den Osmanen angreifen. Es hat sich gerade eine Koalition angefangen zu bilden mit Acham, Fars und Transoxianien. Jetzt hat gerade vorher schon jemand, ich bin ein Strybonektor, gerade jemand festgestellt, dass ich mit den Leuten hier aggressive Expansion habe. Es ist tatsächlich kein viertes Koalitionsmitglied aktuell vorhanden. Gassi Kumuk hat noch einen Waffenstillstand mit mir. Warum sich diese Koalition gebildet hat, ist, dass sie der Meinung ist, sie ist stark genug, weil der Osmane auch mitmachen würde. Ist der Osmane aber gerade in einem Krieg, und in einem Krieg treten KI-Nationen ja keiner Koalition bei. Sie können, soweit ich weiß, aber sie tun es nicht. Und das heißt, in dem Moment, wo die Frieden machen, könnten und würden sie der Koalition beitreten. Jetzt will ich das aber nicht. Das ist eine Möglichkeit, Nektorn, wobei ich die bis aktuell ganz gerne als eine Geschichte habe, wo sie mich eventuell nicht angreifen. Ich könnte mich mit Russland verbünden, wenn ich Polen wegschmeiße. Hatte ich den Gedanken nicht auch schon mal? Das ist... Das würde eventuell helfen mit dem Dänemark-Russland-Krieg, im Krieg gegen Dänemark. Und Russland, aber gut, bei Russland verbünden ist das Problem, die verraten mich in dem Moment, wo sie den militärischen Herrscher haben, weil dann wollen sie alle die Gebiete haben. Und dann, lassen wir mal. Bringt sie wahrscheinlich nichts. Er ist stärker, aber wie gesagt, der Russe, der braucht nur einen militärischen Herrscher. Dann fällt ihm auf, dass er hier unten überall dauerhafte Ansprüche hat, und dann habe ich wieder minus 200 wegen der Ansprüche, und dann ist das Bündnis wieder tot. Also, das ist nichts Dauerhaftes. Genau, und eine Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich den Osmanen eben angreife, um einen Waffenstillstand zu verursachen, bevor der Koalition beitreten kann. Damit kann die Koalition sich nie ernsthaft ausbreiten. Ich habe leider nur Kriegskunde für meinen Vasallen, aber das ist nicht so wirklich wichtig. Aber wenn ich im Russland verbunden bin, kann ich ihn eher dazu überreden, nicht in Dänen beizutreten. Das ist der Gedankengang. Jetzt haben die Osmanen schon einen Krieg gegen Ungarn, Österreich und Dänemark. Das heißt, sie sind aktuell schon in dem Krieg, der ihnen ziemlich wehtut. Weil Dänemark, Ungarn, Österreich sind zusammen schon mal eine ordentliche Partie. Und Dänemark nimmt sogar ordentlich an dem Krieg teil. Ich bin katholisch geblieben, ja. Und ich kann jetzt noch Kastilien und Polen reinladen. Kastilien kann dann eventuell die Marokkaner vernichten. Und vielleicht sogar ein bisschen Tunesien. Okay, nicht die Marokkaner. Wie komme ich auf die Marokkaner? Doch, Marokkaner. Ah, Marokko. Das ist ja der Erste. Lesen sollte man können. Und genau. Der Krieg ist ein ungarischer Krieg, soweit ich weiß. Osmanische, nee, die Osmanen haben angegriffen. Sie dachten doch mal, sie könnten das gewinnen, aber ganz ehrlich, I don't think they will. Und wie gesagt, ich ziehe jetzt noch Polen und Kastilien mit rein und ärgere sie damit noch ein bisschen ordentlich. Und dann schauen wir mal, was wir eben anrichten können. Und wie gesagt, wahrscheinlich löst sich die Koalition, also entweder löst sie sich bald auf oder relativ gleich, weil jetzt eben dadurch der Osmanen nicht mehr... Ah, ich Depp. Ja, ich hätte den einen Tag warten sollen, damit der Hormus mich noch verbündet hätte. Weil ich habe dem Polen Land versprochen. Das ist nicht dein Ernst, oder?
bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Wie hätte ich das denn überhaupt geschafft? Da müsste ich ja aus Versehen draufgeklickt haben. Das wäre ja eine hohe Kunst. Ich habe Irland teilweise erobert. Hätte ich es denn da geschafft, den Land zu versprechen? Das wäre ein interessanter Verklicker gewesen. Egal. Ja genau, wie gesagt, sie machen die Koalition dann direkt zu, weil sie eben merken, okay, bringt nichts. Schon noch sparen können, wenn ich drüber nachdenke. Ich muss nur schauen, dass wir Gassikumuk eventuell entsprechend lange einen Separatfrieden machen können oder wir lassen sie drin. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber dass ich halt sowohl mit Gassikumuk als auch mit den Osmanen einen langen Waffenstillstand habe. Ich meine, die Gassikumuk ist jetzt wahrscheinlich nicht das Riesenproblem für diesen Krieg. Aber mal gucken, ob ich sie eventuell separate oder nicht. Das waren, ach, da ist der fünfte. Ich wusste doch, dass es fünf waren. Gut, dann. Ja, schönes Timing. Holen wir uns die kurz. Hoffen, dass die da oben nicht währenddessen großes Pech haben und vernichtet werden. Sieht es sogar relativ gleichmäßig aus, aber das sind wie gesagt die Österreicher, Dänen und Ungarn nicht dabei, wobei wir da natürlich wieder das alte Problem haben, dass die KI ja teilweise sehr stark darin ist, keine Schlachten zu führen. Mal schauen, wie gut sie sich dieses Mal drin anstellt. Aber eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir deutlich stärkere Truppen haben als die Osmanen. Wir haben sehr, sehr starke Truppen tatsächlich. Ich sehe da sehr viele Tunesier rumlaufen, die gefallen mir da gar nicht. Kannst du nach Sinjar? Das ist interessant. Warum kannst du anders nach Sinjar als die? Das ist gerade unschön. Das ist auch unschön. Alles dumm. Dumme Tunesier. Und ja, es ist Absicht, dass mein Discord gerade nicht mehr posten kann, weil da so viel Schwachsinn kam, dass ich beschlossen habe, ich mache es jetzt erstmal zu. So, Haditha, 23. Januar, 26. Januar, 23. Januar, zwei Manöver, ich kann ihn eh nicht ändern. Ja, nehmen wir es mal so, sollte eigentlich klappen. Ich wollte schauen, ob ich eventuell vor ihm ankommen kann. Mit einem höheren Manöver, aber ich hätte eh keinen anderen Dings reinstellen können. Zwei Moral, etwas mehr Disziplin und wir sollten, wie gesagt, die stärkeren Truppen haben. Wir haben tatsächlich hier die schwächere Frontlinie gerade. Das ist relativ interessant, weil wir mehr Artillerie haben, die dafür aber in der Fernkampfphase auch einiges mehr ausrichten können sollte. Mal gucken. Was haben wir denn? Oh, gleich viel in der Feuerphase. Was haben wir für Anführer? Tatsächlich einen besseren Feueranführer. Ja. Wir haben eigentlich starke Artillerie. Die sollte da eigentlich mehr reinhauen, finde ich. Mal schauen, was die nächste Fernkampfphase sagt. Dann wieder in der Fernkampfphase. Ja. Ich finde, da könnte mehr gehen. Okay, es wird kein Wipe. Habt ihr Guria belagert? Ach, so ein Scheiß. Ah. Jetzt echt nicht sein müssen, dass ich wegen so einem Scheiß jetzt meine gesamte Flotte verliere. Also nicht meine gesamte Flotte, aber sehr viel davon, weil sie Guria halt belagert haben. Das ist annoying, aber
Mein Gott, hilft nichts. Haben sie sehr gut gemacht. Seid einfach still und lasst mich in Ruhe. Okay. Fängt schon mal bescheiden an. Sehe ich irgendwo Polen? Polen scheint tatsächlich herzukommen. Was macht Kastilien? Kastilien belagert Lissabon und lässt sich Evora belagern. Okay. Ist ja wahrscheinlich eher neutral. Osmanen muss wieder gegen niemanden Schlachten führen, weil die Ungarn, Österreicher und Dänen einfach nur rumlaufen. Und den einfach mal Athen belagern lassen, aber es ist eh noch keine Belagerung. Aber jetzt werden sie wahrscheinlich gleich anfangen. Oh, verdammt. Warum kämpft eigentlich niemand gegen die Osmanen? Komm, belagerst fertig. Kommst du auch noch weg? Tatsächlich, sehr schön. Polen, komm mal her und arbeite. Interessant. Schade, dass meine Flotte schwächer ist als die ihrige. Könnte das alles schon besser auch laufen. Polen geht wieder weg. Danke dafür. Ich weiß doch, ich Polen eingeladen habe. Damit sie weglaufen. Mal auf Gewalt zu marschieren. Du konntest mal eine Belagerung gewinnen. Okay, 10 Tage ist eh noch relativ kurz. Polen hat keine ernstzunehmende Flotte. Und ihr könntet mal Osmanen töten mit euren 100.000 Mann hier. Ich weiß, es ist eine Heresie. Okay. Sag mal, dass die jetzt alle zu mir kommen, der Wahnsinn. Haben die denn sonst nichts zu tun? Starten wir jetzt da mal eine kleine Teilarmee. Insta-Wipe? Insta-Wipe. Okay. Das ist gerade irgendwie alles sehr neu, was die hier machen. Ich lasse mal eine bürgerliche Schiffe bauen. Obwohl, könnte man eigentlich. Nein, kann man natürlich nicht. Ja, habe ich schon mal gemacht, tatsächlich. Müsst ihr jetzt alle euch bei mir rumtreiben? Habt ihr wirklich sonst nichts zu tun? Loristan tut was. Schau ich mal, was die hier tun. Samawar. Oktober, 15. Oktober. Es war so klar. Oh, sie lassen sie. Sie verraten sie. Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass meine Übermacht so groß ist, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht fest damit gerechnet.
polnische Flotte siegt. Ich finde es schöner, wenn die polnische Armee mal hier wäre und siegen würde. Warum läuft eine Kavallerie-Only-Armee von den Tunesiern rum? Nicht mal Hamita fertig belagert. Interessant. Nee, den da will ich nicht kriegen. 24, 26. Ich will diese volle Kavallerie kriegen. Das sollte ein billiger Wipe sein. Gehst denn du hin nach Hakka? Sehr schön, meine. Flüssiges Wasser auf dem Mars. Wann haben sie das denn entdeckt? Das muss neu sein. Instant-Taktikverlust. Das sollte ein Wipe sein hier. Beautiful. Kastilien hat schon 12.000 Mann verloren. Kann ich Marokko eventuell schon rausnehmen? Nee, aber eventuell bald. Oh, greift doch da die Marokka. Oh Gott, Marokko hat einiges an Truppen. Mehr als Kastilien. Gott, ist Kastilien nutzlos. Die haben mich ja mal verraten. Okay, du marschierst nach Sinjar. Wenn du wirst mich in Raqqa nicht angreifen. Mal schauen, was der Pole tut. Flüssiges Wasser wäre natürlich mal eine große Geschichte. Lassen wir die Polen zuerst ankommen und helfen ihnen danach aus. Müssen wir nicht mehr Truppen reinstecken als nötig. Wenn der Pole schon mal was tut. Ja, dann können wir hauptsächlich flankieren und noch ein paar Kanonen beisteuern. Und haben einen Wipe wahrscheinlich, oder? Yes! Beautiful! Very, very beautiful. So gehört sich das. Links und rechts das Abschlachten. Okay. Söldner zusammenfassen. Söldner sind es jetzt 8. Überlegen, ob ich mir da eventuell mehr zusammenfasse. Dann belagern wir doch mal Help. Wie geht's Marokko, Tunesien? Dann geht's allen viel zu gut. Okay, vielleicht. Ich überlege gerade, wie ich mit Gassi-Kumuk umgehen soll. Ob ich mich eventuell so ein bisschen auf Gassi-Kumuk konzentrieren soll. Mamelucken will ich eigentlich, die Marokkaner will ich eigentlich hauptsächlich rausnehmen, sobald Kastilien sie soweit hat. Ich denke es. Nee, der Mameluke hasst mich abgrundtief. Er hat mich sogar rivalisiert. Aber gerade auch ein Waffenschild schon mit mir. Das ist eine Sache, die mich damals sehr geärgert hat, als sie es getan haben, als sie mich rivalisiert haben. Weil mir das sehr, sehr dumm von ihnen erschien, weil wir beide ein großer Feind der Osmanen waren. Aber leider haben sie beschlossen, mich trotzdem zu rivalisieren. Dumm, wie sie sind. Okay. Schauen wir mal. Okay, du belagerst Melikate. Das ist jetzt schon... Das ist Mali, hat sich in der Koalition angeschlossen. Das sollen sie ruhig tun. Sie sollten eh niemanden haben. Okay, ich komme an Tabriz nicht vorbei. Ich sollte vor allem die Festung, die ich habe, mal auf Stufe 4 ausrüsten, dass sie nicht so schnell fallen. Weil das ist aktuell tatsächlich noch ein Problem, das ich habe. Athene Festung bauen eigentlich nicht. Weil... Außer Kriege mit dem Osmanen sind sie eigentlich für niemanden wirklich gefährlich. Und eigentlich sollte nicht mal der Osmane allzu gut dran rankommen, weil der muss ja an Konstantinopel vorbei, was er eigentlich nicht können sollte. Warum kann er nicht an Konstantinopel vorbei? Außer er hat hier Truppen und die Provinzen verliert er wahrscheinlich jetzt. Aber gut, es ist wieder eine andere Frage der Zeit. Aber eigentlich sollte er doch an Edirne nicht vorbeikommen, außer er macht es mit Schiffen. Wir werden sehen. Okay. Hmm.
Uni geht auch. Selbes Gefühl von Beengtheit. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Und komm, überlegen, ob ich Tabriz überhaupt belagern soll oder nicht. Shirvan. Kann ich nach Adabil. Problem ist halt, dass es halt eine Bergfestung ist und Bergfestungen sind uncool. Wann kommst du an? Am 30. März. Wann kommst du an? Am 5. April. Da kann der Gewaltmarsch auch nicht auf den 29. März verkürzen, nehme ich an. Es ist zwar in den Bergen, aber das sind bloß die 4000. Die werden wir schon irgendwie abschlachten können. Nektar und seine Stürmerei wird mich noch ins Grab bringen. Der Ungare belagert Trapezunt. Das ist interessant. Oh, das ist hilfreich. Ach, oh, Russland. Der zieht Russland in den Krieg gegen Tunesien. Ach so, Tunesien ist dann nicht so weit weg, oder was, Russland? Okay, und damit hat er auch den Osmanen verraten. Hier gibt es auch eine Geschichte, die ich persönlich finde. Leider ist es nicht so. Ich finde, dass die Tatsache, dass dieses Bündnis jetzt gebrochen ist, sollte ein zusätzlicher Faktor sein, dass Tunesien einen Frieden mit mir machen will. Weil das Bündnis halt eh schon tot ist. Ich finde, das sollte ein Faktor dabei sein, dass man eben sagen kann, okay, das Bündnis ist tot, jetzt sehe ich mich auch nicht mehr an diesen Krieg gebunden, jetzt habe ich weniger Lust auf diesen Krieg. Wenn ich Tunesien und Marokko rausnehmen kann, dann... Ach, ihr wollt mich doch alle verkackeiern. Bitte sag mir ja nicht die Minus... Und ich kriege auch noch die Minus 2. Ach, Spiel. Dreckskerl. Das ist wahrscheinlich nicht schlimmer, als bloß Rebellen sind, aber trotzdem. 4000 Manpower. Ich finde, das gehört einfach geändert. Punkt aus Amen. Das sollte nicht so passieren. Ich finde das echt nicht richtig. Aber okay. Ist halt so. So, dann kann Kastilien sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ach komm, sind sie jetzt. Ich müsste echt mal schauen, ob die da rüber marschieren können. Okay. Ach so, in Italien, der gehört da hin. Also meinst du wahrscheinlich in Griechenland, oder? Weiß ich nicht. Der Pole kommt daher, der Österreicher, der Drecksklar hat gerade Unzufriedenheit geschürt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wer es war. Wahrscheinlich war es der Osmane, aber ich habe nicht aufgepasst. Ich habe eine Osmanen-Armee gefunden. Hier geht's Tunesien. Gassikumuk wäre auf Mittel. Aber wenn, dann muss ich Gassikumuk ja ordentlich rausnehmen. Weil die haben ja auch so unendlich viel aggressive Expansion. Da bräuchte man, wenn dann nach Möglichkeit, auch einen größeren Waffenstillstand, wenn man sie überhaupt separat rausnimmt und nicht einfach sagt. Wir warten, bis wir einen Gesamtfrieden machen, je nachdem. Tabriz ist gewonnen, das ist schön. Lassen wir die kurz locken. 20. September, 22. September. 21. September, ah, reicht nicht. Reicht nicht ganz. Kannst du bei Gassikumuk Stärke zeigen? Ist das nicht gegen Rivalen Stärke zeigen? Gassikumuk ist nicht mein Rivale. Wie jemand, du meinst das Kriegsziel, wenn du Stärke zeigen sagst. Gut, töten wir die da unten noch kurz. Jetzt
Marschieren wir mal Richtung Osmanen. Jetzt muss ich schauen, wie ich mit den Osmanen hier unten umgehe. Weil die Polen sind alle weit weg. Sagen wir dir mal kurz das Ziel, damit du da nicht so einfach weggehst. Also ich könnte die Armee wahrscheinlich sogar schlagen, wenn es drauf ankommt, aber es wäre keine schöne Schlacht. Dementsprechend will ich sie eigentlich nicht schlagen. Aber es könnte auch gewaltig schief gehen, so ist es nicht. Trapezunt, was wir? Warum kriege ich dann die Meldung, dass wir die gewonnen haben mit Ungarn? Sieg mal, weil da meine Truppe drin stand. Seltsam. Der Osmane hat übrigens Rebellen bekommen und er belagert Athen. Was sagte mein Warscore gegen Gassikumuk? 68. Ich kann einen Frieden für etwa 60 Warscore machen. Wie lang ist das? 12 Jahre, das ist okay. Dann nehmen wir Gassikumuk raus und kümmern uns nochmal eigens um die Osmanen, die mir hier aber jetzt so ein bisschen Sorge bereiten. Zum einen fällt Athen halt wahrscheinlich innerhalb der nächsten 3 Tage und zum anderen will ich gegen die Armee da so nicht kämpfen. Also sie haupt, was möglich ist, dass sie Athen belagern und sie keine aufhält, obwohl sie mit Ungarn, Dänemark und Österreich im Krieg sind. Ja, Tunesien kann wahrscheinlich gehen, wenn das hier fällt. Das ist dann auch nochmal ganz hilfreich. Hilft tatsächlich nicht mit meinen Hauptproblemen aktuell, lustigerweise. Das ist diese Osmanenarmee und diese Osmanenarmee. 71%. Okay, jetzt habe ich hier Polen, aber die gehen in die falsche Richtung. Und die Polen da oben tun gar nichts. Jetzt habe ich meine Pause vergessen. Noch ist diese Armee tot. Das ist gut, weil meine Rekrutenreserve brauche ich eh nicht. Jetzt geht er nach Süden. Ich müsste irgendwie die Osmanen aus Athen vertreiben. Das wäre viel wert. Vielleicht tun das die Dänen für mich. Nee, Manpower Button ist nicht bereit. Wann bist du da? Oh ja, die Dänen machen das tatsächlich. Bin ich mal gespannt, ob die Dänen das gewinnen. Ich meine, sie greifen an, also bilden sie sich zumindest ein, dass das gewinnen. Gleich viel Moral. Dänen? Seid ihr euch da sicher mit der Schlacht? Ich meine, es ist ja lieb von euch, dass ihr es versucht, aber ich bin mir den Eurischen irgendwie nicht so sicher. Ich meine, sie haben da oben nochmal 6000 Nachkommen. Sie haben numerische Überlegenheit. Was doch auch etwas wert sein sollte. Mal gucken. 24. Februar sollte zumindest kommen, bevor sie verloren haben. Aber ob der die Schlacht dreht, das könnte reichen. Es reicht. Very nice. Meine Verbündeten haben verloren. Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Intelligenzbolzen, aber okay. Oh, stell dir mal vor, ich hätte dann ein Schiff in Athen. Dann könnte ich die jetzt töten. Und du hast da keine Chance, rechtzeitig hinzukommen, oder? 18. März. Wann kommst du an? 11. März. Schade. Das wäre jetzt der Hammer gewesen. Zwar nicht schön gewesen, aber immerhin der Hammer.
Ist mir egal, wenn Trächte nicht da gewesen wäre, hätte ich das dafür geopfert. Keine Sorge. 23.000 Osmanen ist mir ein Großschiff wert. Das sind nur 50 Dukaten. Die Dänen greifen weiter an. Dritte. Ah, schade. Mit einem Gewaltmarsch könnten sie vernichten. Und die Osmanen sind so. Die haben jetzt gedacht, sie jagen meine Flotte, weil sich die bewegt und deswegen sind sie jetzt nicht hier, um ihre Armee zu retten. Ach, wie putzig, ihr dummen Idioten. Was, wirklich? Trotz der Festung? Krass. 52% Athen, ich bin der Wahnsinn. Aber jetzt sollte dann doch langsamer sicher mal. So viel sollte eigentlich nicht mehr fehlen. Sie müssten nur mal irgendeine Belagerung zu Ende kriegen. So, was haben wir hier? Keine interessante Auflösung. Gerade mich hat jemand angegriffen. Die Athener jagen die Osmanen wild hin und her. Wirklich einen Aufwand wert, aber hey. Okay, damit haben wir nur noch den Osmanen hier drin. Dessen Hauptstadt gerade gefallen ist. Aber er hat immer noch diese Armee hier, die da unten wurde jetzt mal vernichtet. Das ist gut. Jetzt müssen wir halt irgendwie noch gegen die hier vorgehen können. Zum Beispiel, ich könnte den Österreichern aushelfen, wenn sie sie belagern. Der bleibt da stehen, um Trapezunt zu sichern, wenn es soweit ist. Damit die Festungen danach nicht verfallen. Muss ich mir Angst haben, dass Ungarn Frieden macht? Möglich wäre es. Das ist eine gute Frage, Cherubim. Eigentlich habe ich keine direkten, naheliegenden Forderungen tatsächlich. Hauptsächlich will ich ihm eigentlich ein bisschen wehtun. Und dadurch, dass ich ihm eingeholfen habe, sollte ich auch nochmal ordentlich dafür gesorgt haben, dass der Ungare auch nicht wirklich verlieren kann. Den Balkan lasse ich ehrlich gesagt den Ungarn. Mir geht es eigentlich um zwei Dinge. Erstens könnte ich die Provinzen hier unten halt nehmen, die sich für die Luristan auch Ansprüche hat. Und das andere wäre, dass ich mir Küstenprovinzen nehme, um mehr Handelseinfluss zu generieren.